Wer viel erlebt hat, kann viel erzählen. Niemand hat aktuell mehr Bundesligaspiele auf dem Buckel als Friedhelm Funkel. 1135 Einsätze als Spieler und Trainer im deutschen Profifußball. 5 Bundesliga-Aufstiege als Zweitliga-Coach und ganz viel Lebenserfahrung. Kaum einer kennt doch den Pokal so gut. Im Duell gegen Borussia Dortmund weiß der Trainer von 1860 München also genau, worauf es ankommt. Entscheidend ist, dass wir eine gute Leistung zeigen, dass wir Leidenschaft zeigen. Dann kann man auch so ein Spiel mal verlieren. Aber wir wollen es natürlich nicht hoch verlieren. Ne? Aber wenn man diese Leidenschaft, dieses Engagement und diese läuferische Stärke einbringt, die man einbringen muss gegen solch eine Mannschaft, dann kann es in der Regel, dann wird es ein gutes Spiel, dann kann man auch überraschen. 4-mal hat Friedhelm Funkel das Finale des DFB-Pokals erreicht. 2-mal als Spieler, 2-mal als Trainer. 1985 gelang ihm mit dem 2:1 über Bayern München als aktiver Profi mit dem KFC Uerdingen die Sensation. In Uerdingen begann 1990 auch seine Trainerkarriere, zunächst als Assistent von Timo Konietzka. In Duisburg, Rostock, Köln, bei Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und dem VfL Bochum hatte er fast durchweg Erfolg. Sein Engagement bei Alemannia Aachen endete am 1. April 2012 mit seiner Entlassung. Und nun ist er seit gut 2 Wochen in München. Funkel holt aus jeder Mannschaft das Optimale heraus, sagt Heribert Bruchhagen, der ihn einst nach Frankfurt lockte. In dieser Zeit lernt er auch Jürgen Klopp kennen. Wir haben gerade in der Zeit, ich habe es ja erzählt, als der Trainer in Mainz war, ich in Frankfurt, haben wir schon heiße Duelle ausgefochten, die in der Regel eigentlich, glaube ich, immer unentschieden ausgegangen sind. Es waren immer heiß umkämpfte Spiele, Mainz-Frankfurt, das war Derby-Time. Aber wir haben uns auch schon in den Jahren zuvor bei der einen oder anderen Gelegenheit getroffen und haben auch schon schön miteinander gefeiert. Ja. Jürgen Klopp hat Funkel zu seinem neuen Job gratuliert. Kompliment auch an 1860 München. Sie haben ja wirklich kann man schon sagen, ein Kumpel von mir, den ich sehr mag, als Trainer verpflichtet, ausgekramt und finde ich sehr geil. Anders als Jürgen Klopp, der Motivator, Lautsprecher und Sunnyboy, ist Funkel das Image der grauen Maus nie losgeworden. Anständig, moralisch einwandfrei, aber langweilig. Um bei einem Club ein Feuerwerk zu entfachen, so die landläufige Meinung, fehlt es ihm schlicht an Flair. Dabei gehen ihm wie Jürgen Klopp manchmal auch die Pferde durch. Wir haben uns auch mal angeschrien, und weil wir nicht einer Meinung waren, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat, was völlig normal ist. Entweder war ich dagegen, wenn für ihn gepfiffen worden ist. Gegen Dortmund steht Funkel im Rampenlicht, nach langer Zeit wieder mal. Seit über 40 Jahren hat er nichts anderes gesehen als deutschen Profifußball. Er kann auch gar nicht anders. Ich will noch einmal in die Bundesliga, sagt Funkel. Das ist das Geilste.